Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen heute zu meinem neuen Video. Heute schließen wir den Juni zusammen ab, damit wir endlich in den Juli starten können. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei und lasst gerne mal in den Kommentaren da, wie euer Monat lief. Das ist immer sehr, sehr interessant zu lesen, wie es bei anderen läuft. Und ja, dann würde ich sagen, beginnen wir direkt mit dem Monatsabschluss. Ich bin schon richtig traurig, dass wir jetzt dieses schöne Budget hier verlassen müssen, weil ich fand wirklich die Aufmachung richtig schön. Wir hatten doch tatsächlich noch mal ein paar Ausgaben. Es war wirklich nicht viel, aber trotzdem ein bisschen. Das müssen wir natürlich jetzt hier noch eintragen. Wir schreiben einfach mal fünfte Woche. Es war eigentlich der letzte Tag in der vierten Woche, aber das ist ja jetzt nicht ganz so wild. Und zwar haben wir nämlich nur noch 79 Cent in unserem Lebensmittel-Sinking Fund drin gehabt. Lebensmittel-Kategorie drin gehabt und das heißt 16,35 € hatten wir eigentlich noch minus das heißt, wir waren noch mal für 15,56 € einkaufen und somit schließen wir auch einfach mal dieses Budget ab. Da können wir jetzt leider nicht viel mit zum Sparen nehmen, sondern nur 79 Cent, aber auch die tragen wir ordnungshalber hier einmal ein, das heißt 726,62 € minus 0,9, nee, plus müssen wir da ja machen, also 726 plus 0,79 ergibt 727,41 €, was wir jetzt in unserem Sparpaar haben. Das Ganze tragen wir jetzt auch hier unten ein. Die Liste hatte ich ja für diesen Monat das erste Mal gemacht. Bei Lebensmitteln bleibt ja nichts übrig, weil das, wie gesagt, tun wir dann immer bei Sparpaar rein. Bei Sparpaar haben wir nichts reingemacht Anfang des Monats. Das heißt, wir hatten 830,89 €. Und übrig geblieben sind jetzt die 727,41 € und bei Drogerie sind ganze 0,04 € drin. Also 4 Cent haben wir noch im Drogeriebudget. Das bedeutet, da müssen wir nächsten Monat auf jeden Fall wieder ein bisschen was aufstocken. Und dann kommen wir auch schon zu meinen variablen Kategorien, also zu meinen ganz persönlichen. Da hatte ich bei Lebensmittel gar keine Ausgaben. Das bedeutet, wir gucken jetzt auch hier mal rein, ob wir irgendwas mit rausnehmen für die Spar-Challenges. Und hier eignet sich das definitiv. Da nehmen wir 20 € raus, also die 2 Zehner, um das gleich in die 10-Euro-Spar-Challenge reinzupacken. Wir nehmen nicht alle 5- und 10-Euro-Scheine raus, aber ein paar. So, dann kommen wir zu Restaurant. Da waren wir im Minus. Minus 17 €. Das bedeutet, ich hatte insgesamt Ausgaben von 117 €. Natürlich können wir jetzt nichts mit rübernehmen, aber ich nehme das Minus mit rüber in den nächsten Monat. Das heißt, wir haben hier jetzt auch nichts, was wir rausnehmen können. Bei Beauty haben wir noch, also haben wir 35 € ausgegeben. 35 € haben wir noch übrig. Und da würde ich sogar sagen, lassen wir das Geld drin. Da sparen wir nichts. 35 nehmen wir mit rüber. Dann haben wir die Drogerie. Da hatten wir 24 € an Ausgaben. Hier nehmen wir auf jeden Fall den 1 € raus und das und den 5-Euro-Schein. Das heißt, 20 € sind noch drin, 6 € haben wir rausgenommen. Bei Haustiere hatten wir keine Ausgaben. Hier nehmen wir auch nichts zum Sparen raus, weil das für meine Tiere ist. Beim Auto hatten wir insgesamt 46 € an Ausgaben. 54 sollten noch drin sein. Auch hier nehmen wir die 4 € raus. Und 20 €.
Das bedeutet, 24 haben wir rausgenommen und 30 sind noch drin. Passt das? Ja, das passt. Dann kommen wir zu Freizeit. Da hatten wir insgesamt 78 Euro an Ausgaben. Auch hier die 2 Euro. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Das passt. Hier nehmen wir 4 Fünfer raus, das heißt 20 Euro. Kommen auch hier ins Sparen. Ah ne, 22, weil die 2 Euro haben wir auch noch rausgenommen. Das bedeutet, da sollten jetzt noch drin sein, 80 Euro. Dann kommen wir zu Luxus. Bei Luxus hatte ich eine Ausgabe von 15 Euro. Und hier nehmen wir den einzigen Fünfer raus. Das heißt, 5 Euro sparen wir und 80 nehmen wir mit in den nächsten Monat. Und bei ungeplant nehmen wir nur das Kleingeld raus. 4 Euro. Ich glaube, 2 Euro hatten wir Ausgabe. Genau. 4 Euro nehmen wir. Wie kann denn das sein? Ich glaube, hier muss ich irgendwie beim Wechseln was Falsches reingepackt haben. Also wir dürfen eigentlich nur 3 Euro rausnehmen, weil sonst würde es gar nicht aufgehen. Und 50 Euro sollten noch drin sein. Das zählen wir nämlich jetzt auch einmal noch nach. So ein bisschen. Ah ne, 55 sollten drin sein, genau. 60 minus 5 sind 55, wenn das ja wer zählen kann, ist klar im Vorteil. So, damit hätten wir die Kategorien auf jeden Fall erst einmal alle abgeschlossen. Und jetzt zähle ich hier unten oder rechne jetzt am Taschenrechner alles zusammen. Insgesamt in den variablen Kategorien habe ich somit 337 Euro ausgegeben. 80 Euro sollten jetzt hier liegen, was wir rausgenommen haben. Das zählen wir einmal kurz nach. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 2, 4, 6, 8, 10. Das stimmt. Das ist auf jeden Fall korrekt. Und dann würde ich jetzt sagen, gehen wir einmal rüber und übrigens das Minus aus dem Restaurantbudget übernehme ich mit in den nächsten Monat und das gleiche ich dann nächsten Monat wieder aus. Und jetzt werde ich einmal schauen, was das Gesamtbudget ist, denn ich hatte ja auch zusätzliche Einnahmen über die App Atapol und Verkäufe, waren das glaube ich diesen Monat. Und das waren insgesamt 45,99 Euro. Und das wiederum ergibt dann ein Gesamtbudget mit meinem normalen Gehalt von 2604,72 Euro. Und das trage ich jetzt auch einfach alles einmal hier in die Tabelle ein, was wir uns gerade ausgerechnet haben. Das ergibt jetzt insgesamt ein Budget, was ich für Spar-Challenges beispielsweise übrig hätte, von 270 Euro. Diese 80 Euro habe ich jetzt schon bei den variablen Kategorien, bei den variablen Kosten mit reingerechnet. Das heißt, die werden wir jetzt einfach gleich verspielen, aber nirgendwo mehr tracken, weil ich das jetzt einfach so gewertet habe, als wäre das mit bei den Ausgaben, weil ich sonst nicht wüsste, ob die Rechnung korrekt ist. Genau, also wir tun es einfach so, als hätten wir das Geld auch noch ausgegeben. Wir haben es ja nur ausgegeben für die Spar-Challenges. So, und da gucken wir jetzt erstmal und verplanen die 5- und 10-Euro-Scheine.
Also bei den 5-Euro-Scheinen kommen jetzt rein 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Der Umschlag ist auf jeden Fall schon richtig voll. Obwohl wir noch gar nicht so viele haben. Also bei dem Sparglas ist auf jeden Fall noch einiges leer. Dann kommen wir zur 10-Euro-Schein-Challenge. Da haben wir 1, 2, 3, 4 Stück. Und ich glaube, das sind jetzt 140 Euro, die wir jetzt da schon haben mit den 10-Euro-Scheinen. So, und dann haben wir jetzt hier noch 10 Euro übrig. Da würde ich doch einfach mal sagen, beim Sparrad kann eigentlich nur 11 Euro rauskommen, das allerhöchste. Und deswegen würde ich sagen, drehen wir einmal am Rad. Und haben eine 5. Drehen wir nochmal. Ja, los. Dreh noch einmal und spar das Doppelte. Naja, wow. 6. Okay, das können wir auf jeden Fall nicht nochmal spielen. Dann nehmen wir auf jeden Fall einfach nur die 5 Euro. Und dann rollen wir noch einmal uns reich. So, wir tragen aber erstmal kurz beim Sparrad die 5 Euro ein. Dann haben wir hier insgesamt 30 Euro. Weil bei Roll dich reich kann das höchste ja eigentlich nur eine 6 werden. Wir hoffen einfach mal, dass keine 6 kommt. Eine! Leute, das ist mir gerade... Ich wollte eigentlich nochmal würfeln, weil es mir einfach aus der Hand gefallen ist. Aber wir würfeln nicht nochmal. Das lassen wir so. Da haben wir eine 5, das heißt 54 Euro. Und natürlich müssen wir da auch noch was anmalen, nicht nur aufschreiben. Und weil das jetzt ein blauer Würfel ist, machen wir das auch mal in Blau. Ich habe nämlich gesehen, wir haben noch gar nichts in Blau ausgemalt. So, das war jetzt wirklich Zufall, weil das hätte jetzt natürlich auch weniger sein können. Und natürlich auch die 6, aber... Das war schon sehr unwahrscheinlich. Das ist doch sehr gut. So, dann haben wir alles, was wir jetzt aus den Variablen-Kategorien rausgenommen haben, auf jeden Fall schon mal verspielt. Wir schauen jetzt mal nach, wie viel wir schon in die Spar-Challenges insgesamt gepackt haben diesen Monat. Das waren 54 Euro, 39, 41 und 70. Das bedeutet, wir haben rein theoretisch jetzt noch... Also 204 Euro sind es. Wir gucken mal bei der 52-Wochen-Challenge. Nehmen wir einfach den höchsten Betrag, der noch offen ist. Und das ist die 49. War wieder der falsche. Egal. So, dann haben wir hier die 49 am 30.06. plus 49. Das schreiben wir mal ganz kurz hier auf. Das heißt, bei Spar-Challenges waren es insgesamt 253 Euro. Das wiederum bedeutet, wir haben... Noch übrig 17,72 Euro. Und das packen wir erstmal hier wieder rein. €49. Wir nehmen den 1 Euro raus und packen 50 Euro rein. Das bedeutet, 17 Euro haben wir noch übrig. Wir gucken mal, wir müssen ja jetzt noch abschließen meine Sparziele.
wo wir die 17 Euro noch mit reinpacken können. Ich würde erstmal sagen, ich trage hier mal Minus und Plus ein, was wir jetzt im Laufe des Monats da rausgenommen haben. Und hier beim Eintragen fällt mir gleich auf, wir packen die 17 Euro hier rein bei Gesundheit. Dann haben wir da nämlich genau einen richtig glatten Betrag. Das heißt, 77 Euro haben wir rausgenommen. Plus 17 Euro, das sind dann 290 Euro, die da drin sind. Dann haben wir den hier hin so ein bisschen glatter. Somit haben wir auch die restlichen 17 Euro, die jetzt hier drin sind, noch reingepackt in Gesundheit. Und das heißt, wir haben jetzt noch 72 Cent übrig, aber die werden einfach auf dem Konto gelassen. Das ist dann nicht ganz so wichtig. Wir müssen jetzt nur noch sagen, Gesundheit ist ja ein Sinking Fund, den wir in den Umschlägen haben. Das wiederum bedeutet, wir müssen hier natürlich jetzt aus dem Back-to-Bank-Umschlag, ich schaue gleich mal, ob wir da noch 17 Euro drin haben. Im Back-to-Bank-Umschlag ist noch Geld drin. Das bedeutet, da kommen die 15 Euro und die 2 Euro nehme ich aus der Kleingeldbox. Das heißt, auch hier sind jetzt die 17 Euro drin, damit wir hier nicht wieder das Ganze vergessen. Wenn ich das nämlich nicht gleich mache, vergesse ich das nämlich meist. Das war es jetzt auch mit meinem Wochenabschluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst dem Video gerne wie immer ein Däumchen nach oben da. Und wenn ihr bis hierher geschaut habt, lasst gerne mal einen Pinguin in den Kommentaren. Dann weiß ich nämlich, dass ihr wirklich bis zum Ende durchgehalten habt und das Video bis zum Ende geschaut habt. Das ist immer richtig interessant zu sehen und da freue ich mich immer wahnsinnig drüber, wenn ich dann ganz viele Pinguine zum Beispiel in dem Fall bekomme. Und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen restlichen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Video, wenn es darum geht, wie denn mein Budget für den Juli aussieht. Das habt ihr ja noch gar nicht gesehen und da bin ich dann schon gespannt, wie es euch gefällt und ich würde jetzt einfach sagen, bis dahin, meine Lieben, bis dann, tschüss!